Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch heute wieder eine weihnachtliche Geschenkverpackung mitgebracht. Und zwar habe ich euch eine Sternenbox oder Sternenverpackung mitgebracht. Diese wird gebastelt aus einem Sechseck. Und das ist eine Verpackung, wo ich so ein bisschen eine Geschichte dazu erzählen muss. Und wen das interessiert und wer gerne diese Verpackung mit mir basteln möchte, der bleibt jetzt dran. Ich stelle um auf meinen Basteltisch und dort sehen wir uns gleich. Bis gleich! So, willkommen zurück an meinem Basteltisch. Das ist die Sternenbox, die ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar ist es eine Sternenbox gebastelt aus einem Sechseck. Und zwar aus einem Farbkarton, der eigentlich eine quadratische Form hat. Aus diesem Farbkarton basteln wir uns oder arbeiten wir uns ein Sechseck und daraus basteln wir uns dann diesen Stern. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe schon längere Zeit, oder es gibt ja im Netz verschiedene Sternenverpackungen oder Sternenboxen, die werden aber alle aus einem Kreis gearbeitet. Und diese Verpackung habe ich schon öfter versucht nachzubasteln und irgendwie bin ich daran immer gescheitert, weil das bei mir einfach nicht so gut geklappt hat. Und deshalb habe ich mir gedacht, irgendwas muss es doch da geben. So, dann war ich im September, meine ich, auf Workshop bei der Mona von Mein Kreativ und da war an unserem Platz ein kleines Sternchen gelegen. Und das war so eine kleine Goodiebox, so klein, ganz süß, zuckersüß. Ich habe mich total drüber gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, die sieht ganz anders aus. Die ist anders gemacht. Ja, und dann habe ich gesucht und gesucht im Netz, habe aber nichts gefunden. Ich habe immer nur wieder diese Verpackung mit diesem Kreis gefunden. Dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich mir die Verpackung von der Mona mal ein bisschen näher angeschaut und habe festgestellt, ja, die ist ja nicht aus einem Kreis, die ist aus einem Sechseck gebastelt. Also habe ich wieder gesucht im Netz, gesucht und gesucht, habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm. Ein Sechseck wirst du doch wohl irgendwie hinkriegen. Hab dann geguckt, wie ich ein Sechseck aus einem Kreis oder aus einem Quadrat bekomme. Habe mich da auch ein bisschen wieder an Geometrie erinnert. Habe mich zugegebenermaßen auch ein bisschen auf Google erkundigt. Ja, und so kam es dann zu dieser Anleitung und zu dieser Box. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Box basteln könnt und was ihr alles dazu braucht. So, was braucht ihr zu dieser Sternenbox? Und zwar braucht ihr dazu, ich habe schon mal ein bisschen was hier zugeschnitten, ihr braucht dazu zwei Stückchen Farbkarton in Rauchblau. Ich habe mich jetzt für diese Farbe entschieden, weil ich die ganz, ganz toll finde. Und zwar in den Größen oder in der Größe 15 x 15 cm, also zwei Stückchen. Ich verlinke euch wieder, wie ihr das gewohnt seid, alles hier unten in der Infobox. Und da findet ihr einen Link zu meiner Homepage mit allen Maßen und Materialien. Also zwei Stück 15 x 15 in Rauchblau. Dann braucht ihr ein Stückchen Schleifenband. Das ist aus den In-Color-Farben von 2019 bis 2021. Und zwar ist das auch hier die Farbe Rauchblau. Das hat ungefähr eine Länge von 60 cm. Und dann braucht ihr noch ein Stückchen hier flüsterweißen Farbkarton. Und da habe ich mir mal hier so ein Etikett schon mal ausgetestet, wie das aussehen könnte. Und ich denke, so werden wir das auch machen. Das heißt, ich mache das mit euch nochmal so. Ja, genau. Gut, wir fangen an. Und zwar nehmt ihr euch als allererstes euer Stück Farbkarton in Rauchblau, 15 x 15 cm. Ihr braucht davon zwei Stück. Und zwar muss unser Rohling dann hinterher so aussehen. Ja, hier habe ich das mal aufgezeichnet. Hier habe ich auch einen Rohling angefertigt von dieser Sternenbox. So sieht sie dann am Ende aus. Ihr braucht
Also wie gesagt, dieses Stückchen Farbkarton. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man denn jetzt aus diesem Quadrat ein Sechseck? Damit habe ich mich auch sehr lange beschäftigt, aber wir haben alle mal in der Schule Geometrie gehabt. Und ja, ich habe mir dann einfach ein bisschen im Internet gegoogelt und gemacht und getan und habe ganz lange ausprobiert. Und ja, irgendwann habe ich es dann hinbekommen. Und das möchte ich euch jetzt einfach zeigen. So, ich habe mich hier entschieden für ein Maß 15 mal 15 cm. Eigentlich war mein Plan, dass ich euch zeige, wie ihr das ganz einfach immer anpassen könnt. Ist aber nicht so einfach. Man muss es immer wieder ausrechnen und immer wieder ausklügeln und austesten. Also es gibt bei dieser Sternenbox, also mir ist zumindest keine Möglichkeit bekannt, wo man das einfach mal so auf andere Größen anpasst. Man muss es immer wieder ausmessen und ausprobieren mit Bleistiftlinien und testen und machen und tun. Es ist aufwendig. Ich kann euch ja mal kurz messen, wie groß meine Box ist. Wenn ich hier von einer Ecke zur anderen messe, ist die Box 12 cm im Durchmesser und die Höhe ist so ungefähr, ja, knapp 4 cm. Ich denke, das ist eine schöne große Box, da kriegt man einiges rein. Wenn ihr sie größer wollt, müsst ihr das wirklich ausprobieren, austesten. Ja, da müsst ihr dann selber alles einfach ausprobieren. Ich kann euch ja an verschiedenen Stellen sagen, wo ihr dann immer mit Bleistiftlinien wieder austesten müsst. Aber fangen wir an. Ihr braucht als erstes ein Lineal, einen Bleistift und ihr braucht einen Zirkel aus der Schulzeit. Also diese Methode, die ich jetzt hier habe, funktioniert nur mit Zirkel. Ihr könnt natürlich gerne nochmal googeln, wie ihr das anders machen könnt. Aber einen Zirkel habt ihr bestimmt zu Hause. Wenn ihr keinen selber habt, vielleicht schaut mal, eure Kinder haben in der Schule mit Sicherheit einen Zirkel. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Ihr könnt euch zwar einen Kreis damit zeichnen, aber dann ein Sechseck, ja, wird dann schwierig, weil den brauchen wir auch fürs Sechseck. So, und wir fangen an mit Lineal und Bleistift. Und zwar messt ihr euch an allen vier Enden, beziehungsweise an zwei nur, einmal hier die Mitte ab. Das heißt, wir haben hier 15 cm, machen uns hier oben also bei 7,5 eine Markierung. Das gleiche macht ihr hier unten an der gegenüberliegenden Seite bei 7,5. Entschuldigt, wenn meine Stimme ein bisschen angekratzt ist, aber ich glaube, ich werde krank. Ich merke in meinem Hals, da bahnt sich was an. Halsschmerzen und ja, raue Stimme. Sorry. Das gleiche macht ihr jetzt an den beiden anderen Seiten, also eigentlich an allen vier Seiten. Und jetzt verbindet ihr diese Linien miteinander, sodass ihr in der Mitte ein Kreuz habt. Und was wir damit erreichen ist, dass wir den Mittelpunkt von unserem quadratischen Papier bekommen. Und den brauchen wir jetzt für den Zirkel. Seht ihr das? Diesen Mittelpunkt brauchen wir. Jetzt nehmt ihr euren Zirkel und stellt ihn genau auf die 7,5 cm ein. Das ist also der Radius von unserem Kreis. Das könnt ihr hier am Lineal machen, das kennt ihr. Ich habe hier so einen, der sich nicht mehr verstellt. Den kann ich hier mit diesem Rädchen schön einstellen. Es gibt aber auch welche, die dann nicht fest sind, weil ich habe hier den Vorteil, der verschiebt sich jetzt nicht mehr. Wenn ihr einen klassischen Zirkel habt, müsst ihr aufpassen, dass sich das dann nicht verschiebt. So, jetzt stecht ihr hier in die Mitte. Ihr müsst wirklich schauen, dass ihr sehr genau arbeitet, sonst wird eure Box nicht korrekt. Und jetzt macht ihr euch hier schön einen Kreis. Keine Angst, den müsst ihr nicht ausschneiden, weil wir brauchen ja ein Sechseck. So, wenn ihr das fertig habt, verstellt ihr nicht euren Zirkel, weil wir brauchen den Radius jetzt noch einmal. Und zwar habt ihr jetzt hier unten eine Schnittstelle und hier eine Schnittstelle. Und genau an diesem Punkt stecht ihr jetzt hier oben ein, macht eine Markierung hier auf dem Kreis und eine hier. Das heißt, wir haben hier genau den Radius vom Kreis und machen uns hier eine Markierung. Dasselbe macht ihr hier unten auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und hier wirklich genau arbeiten. Ups. Auch hier und hier eine Markierung machen. Und jetzt nehmt ihr euch wieder Bleistift und Lineal
Und jetzt verbindet ihr hier diese Markierungen miteinander und zieht eine Linie. Seht ihr das? Auch das macht ihr ganz genau. Dasselbe auf der linken Seite machen. Ich krächze schon wie ein Rabe. Und jetzt verbindet ihr diesen Punkt mit dem hier oben. Und das gleiche macht ihr jetzt auch hier zu dem Kreispunkt hier unten. Kreispunkt, was erzähle ich wieder? Also ihr verbindet jetzt einfach alle Eckpunkte, die entstanden sind, mit einer Linie miteinander. Und schon habt ihr euer Sechseck. Fertig. Und das schneiden wir uns jetzt aus. Dazu nehmt ihr euer Schneidbrett zur Hand. Ich hoffe, ich bin in der Kamera. Und jetzt schneidet ihr euch einfach hier das Sechseck aus dem Farbkarton aus. Das könnt ihr auch mit der Schere machen, wenn ihr das da besser könnt. Schaut aber auch, dass ihr hier sehr genau arbeitet, dass ihr wirklich genau diese Kanten und Linien exakt ausschneidet, ja, dass da wirklich ihr genau auf der Linie schneidet. Das, also ich finde, mit einem Papierschneider geht es relativ einfach. Ihr könnt es aber auch mit der Schere schneiden. Sowas ist immer Geschmackssache. Wichtig ist nur, dass ihr genau arbeitet. So. So, jetzt habt ihr euer Sechseck fertig. Könnt den Papierschneider kurz, kurz auf die Seite stellen. Und jetzt radiert ihr euch die ganzen Bleistiftlinien weg. Weil die wollen wir ja nicht mehr sehen. So. Also ich habe so einen blöden Radiergummi, der Spuren hinterlässt. Das ist gar nicht schön. Der hinterlässt hier Farbspuren und das ist ein Markenprodukt. Das finde ich jetzt ärgerlich. Na gut. Und die Krümel gehen gar nicht weg. Die sind hartnäckig. Seht ihr das? Oh Gott. Jetzt muss ich mal kurz hier sauber machen, weil sonst sieht es hier nicht mehr schön aus auf meinem Tisch. Ja, also diesen Radiergummi werde ich mir nicht mehr kaufen. Gut, so viel dazu. Jetzt müssen wir falzen. Und zwar haben wir jetzt ein Sechseck, aber wir haben noch keine Sternenform. Und die ziehen wir uns mit Falzlinien. Und das ist jetzt die Sache, wo ich meinte, das müsst ihr von Verpackung zu Verpackung wieder ausprobieren. Ich zeige euch gleich, warum. Und zwar, bei meiner Verpackung, die ich jetzt entwickelt habe, müsst ihr parallel zu diesen geraden Linien eine Falzlinie bei 3,2 cm ziehen. Und zwar an allen sechs Seiten. 3,2 cm habe ich mir genau ausgetestet. Das kann man nämlich nicht so einfach. Ja, also ich habe zumindest keine Möglichkeit gefunden. Wenn ihr eine wisst, wie man das berechnet, dann wäre ich euch sehr dankbar. Ich habe so lange rumprobiert, bis es gepasst hat. Und zwar kann ich euch auch zeigen, wie. Ihr müsst hier die Mitte treffen. Wir falzen erst, dann erkläre ich es euch. Also, ihr falzt bei 3,2 cm parallel hier zu diesen Linien. Dazu nehmt ihr euch eine Hilfe und zwar ein langes Dreieck, Lineal. Und das legt ihr euch hier oben bei 3,2 cm an. Dann habt ihr die Verlängerung hier nach unten. Ja? Ihr könntet jetzt auch hier die 1,25 Inch nehmen. Die ist aber nicht ganz exakt. Das heißt, ihr könntet euch auch an der 1,25 Inch Linie orientieren. Ich nehme mir trotzdem lieber das Lineal, lege es genau
bei 3,2 cm an, weil es ist nicht ganz exakt ein Viertel Inch. Und der Vorteil ist, ich habe hier oben eine Kante, wo es nicht wegrutscht und ich kann mein Papier jetzt einfach hier anstoßen und rutscht nicht mehr weg. Das heißt, ich nochmal lineal bei 3,2 cm anlegen, dann schiebe ich mein Papier hier mit dieser geraden Linie an, lege es hier fest dran und falze. Dann drehe ich einfach mein Sechseck und falze und lege immer wieder hier diese Kante einfach da an. Bin ich in der Kamera? Ja, ne? Und das macht ihr jetzt an allen Seiten, bis ihr ringsrum durch seid. Und dann sieht es so aus. Und wichtig ist, dass sich die hier oben treffen, die Falzlinien, zu einer Spitze, zu einem Dreieck. Und das muss man ausprobieren. Und zwar geht es eigentlich ganz einfach, weil das muss ja hier genau in der Mitte sein. Ja? Also, hier haben wir 7,5, die Hälfte davon ist eigentlich 3,75. Meine Logik war, okay, dann falze ich bei 3,75. Stimmt aber nicht. Das heißt, wenn ihr eure Verpackung anpassen wollt, dann müsst ihr das wirklich mit Bleistiftlinien einmal nachziehen, um dann hier zu messen, wie breit eure Falz wirklich ist. Ja, und dann kommt ihr nämlich auf die 3,2 cm. Also so einfach ist es nicht. Gut, das Ganze habe ich schon mal vorbereitet, ein zweites Mal, weil wir brauchen das jetzt zweimal. Jetzt, bevor wir was falzen und zusammenkleben, gestalten wir das Ganze noch ein bisschen aus. Und dazu habe ich mir die Sternchen rausgesucht. Also ich möchte hier noch ein Sternchenmuster drauf machen. So ein Sternchenmuster findet ihr in verschiedenen Stempelsets. Einmal zum Beispiel in dem Stempelset Sternenstunden, da habt ihr hier schöne Sternchen. Oder auch in dem Stempelset Sternenglanz. Guckt mal, was ihr zu Hause habt. Ich habe mir jetzt diese Sterne aus dem Set Sternenstunden rausgenommen, weil da ist auch noch ein größerer Stern dabei. Und bestempel mir jetzt hier meine Boxen einfach mit diesem Sternenmuster. Dazu nehme ich mir Rauchblau. Und stempel mir das jetzt hier einfach so ein bisschen überall auf die Box, auf das Papier, wie ihr das gerne wollt. Stempel mir das hier überall so ein bisschen drauf. Ihr könnt da auch noch mehr Muster machen. Mach mir dann hier noch den großen Stern mit dazu. Wenn ihr den nicht habt, wie gesagt, könnt ihr irgendwas anderes noch verwenden. Guckt einfach mal, was ihr so zu Hause habt. Das andere dann ganz genauso. Macht euch dann ein schönes Muster, wie es euch gefällt. So. Noch den großen Stern. Das ist ja immer Geschmackssache. Die einen mögen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Und so gestaltet ihr einfach eure Box. So, fertig. Dann kann das Stempelkissen schon wieder weg. Stempel reinigen. Ich mache das immer lieber gleich, bevor ich irgendwo reintapse. Ich kenne mich ja. Ich bin ja da immer gleich dabei. So, und jetzt könnt ihr das Ganze einmal nachfalten. Und zwar das Tal nach außen und den Berg nach innen. Also einfach alle Falzlinien einmal gründlich nachfalzen. Also wirklich gut falzen. Wenn ihr jetzt ein Designerpapier nehmt, was ihr auch machen könntet, dann seid ein bisschen vorsichtiger. Also ihr könntet hier anstatt Farbkarton auch gut und gerne ein schönes Designerpapier nehmen. Dann müsst ihr schon nicht mehr stempeln. Das sollte dann aber schon ein bisschen kräftiger sein, nicht zu dünn, weil es kommt ja immer darauf an, was ihr in die Box füllt. Und ja, da sollte man dann schon ein bisschen gucken, dass man nicht, weil
wenn ihr da zum Beispiel schwere Schokolade reinpackt und ihr habt so ein dünnes Papier, dann kann das auch mal aufreißen. Deswegen, ich neige dann lieber, ja, es gibt ja festere Designerpapiere oder eben einen Farbkarton, den man sich ja schön gestalten kann. So, jetzt müsst ihr euch eine Seite raussuchen, die hier offen bleiben soll als Klappe. Ja, und diese eine Seite rundet ihr euch einfach ein bisschen ab. Das heißt, ihr nehmt euch hier so eine Ecke, nicht diese Spitze, die hier vom Stern ist, sondern so eine Ecke. Ja, wo ihr hier so ein, wie sagt man denn da? Tetra? Ist das ein Tetra? Oh Gott, ich weiß es nicht. Sucht euch eine aus. Legt euch das am besten hier so übereinander und rundet euch das ein bisschen ab. Ihr könnt das jetzt gerne ein bisschen vormalen mit einem Bleistift. So zum Beispiel. Und schneidet es euch dann hier ein bisschen ab. Ihr könnt euch da auch irgendwie eine Vorlage nehmen. Ihr könnt es aber auch freihand schneiden. So, und dann habt ihr eure Klappe. Und in eines dieser beiden macht ihr euch noch eine kleine Eingriffmulde. Und zwar mit der kleinen 1,5 Inch Kreisstanze macht ihr euch hier einfach noch schön mittig so eine Eingriffmulde rein. Und das sieht das dann nämlich so aus, da kann man das hier leichter öffnen. Ja? Okay. So. Und jetzt kommt Klebeband auf unsere Box. Und zwar nehmt ihr euch jetzt diese Box, die keine Mulde hier drinnen hat. Und jetzt klebt ihr euch auf alle Ecken, also nicht diese Spitzen, sondern diese Ecken, diese Klappen hier, klebt ihr euch jetzt Klebeband drauf. Und zwar auf die Außenseite, da wo wir gestempelt haben. Auf alle 5 Stück, nur nicht auf die, die wir gerade abgerundet haben. Ihr könnt das auch mit Tombow machen. Ich bevorzuge aber bei Verpackungen prinzipiell doppelseitiges Klebeband. Man kann auch beides verwenden. Manche machen Tombow und doppelseitiges Klebeband. Ich mache das beim Skreppen gerne. Wenn ich Alben bastel, da kombiniere ich das gerne, damit ich so richtig guten Halt habe. Wichtig ist, dass ihr einen guten Kleber nehmt. Nehmt bitte keinen Snail für Verpackungen, weil der hält nicht so gut. Dann drückt ihr euch das hier schön fest. Und jetzt könnt ihr hier überall mit einem Aufhebhelfer die Klebelaschen schon mal abziehen. Was habe ich denn hier für ein Krümel dran? Farbpapierreste. Und zieht euch hier überall mal schon mal die Klebelaschen ab. Es ist ein bisschen Fleißarbeit, aber lohnt sich, weil die Verpackung soll ja gut zuhalten. Mein Gott, es scheint mich jetzt doch zu erwischen. Bei mir sind so viele Leute krank, von meinen Kunden, von meinem Mann, alle Arbeitskollegen, einer nach dem anderen, in der Familie, und alle fangen sie mit Halsschmerzen an. Und ich glaube, bei mir ist es jetzt auch soweit. Ich merke, wie es in meinem Hals kratzt. Das ist nicht schön. Finde ich gar nicht gut. Passt mir jetzt gar nicht in den Kram, weil ich noch so viel zu tun habe. So, und jetzt fangt ihr hier an. Ihr habt hier diese Rundung, was unsere Eingriffflasche wird. Nehmt euch jetzt hier die Box so her. Und zwar legt ihr euch jetzt diese Rundung hier auch nach oben und fangt jetzt hier mit dieser Ecke an, über diese Ecke zu kleben, wo ihr Klebeband habt. Also die Rundungen sind beide jetzt hier, die gucken sich so an. Und jetzt nehmt ihr diese Raute, sagt man, glaube ich, und klebt sie als erstes hier über diese Raute, wo wir gerade Klebeband drüber geklebt haben. Und zwar so, dass ihr hier noch die Falzlinien seht. So, dann drückt ihr das einmal mit dem Falzbein richtig fest und jetzt machen wir einfach weiter. Wenn ihr das gut gefalzt habt, geht es auch ganz einfach. Jetzt nehmt ihr hier die nächste Raute und klebt sie auch wieder
passgenau über die Raute, die ihr gerade mit Klebeband geklebt habt. Und so macht ihr einfach durch die ganze Verpackung durch weiter. Ich hoffe, ich bin in der Kamera. Einfach übereinander setzen. Also diese Raute kommt jetzt wieder auf diese und wenn ihr ordentlich gefalzt habt, geht das von ganz alleine. Von innen dagegen drücken. Am besten mit dem Finger, weil jetzt biegt sich das ja auch schon so ein bisschen zum Stern. Und jetzt kommt die letzte. Ihr lasst am besten hier die beiden Klappen offen und klappt das jetzt hier einfach so zusammen und drückt es fest. Und jetzt könnt ihr hier nochmal von innen dagegen gehen, weil die letzte Raute ist etwas schwieriger. Und drückt mit dem Finger von innen schön dagegen, weil das soll ja schön festhalten. Ja, dann klappt ihr hier die Ecke ein und die Ecke ein und schon ist eure Steinenbox fertig. Jetzt können wir zur Dekoration übergehen. Ist doch toll, oder? Und ihr musstet keinen Kreis ausschneiden. Ist doch auch klasse, oder? Ja, das war mir eben so das Anliegen. Weil mit diesem Kreis schneiden, da bin ich fast verzweifelt. So, also weiter geht's. Dekoration. Ich habe mir hier, wie gesagt, ein Schleifenband genommen von den In-Color-Farben, auch in Rauchblau. Und das setzen wir uns jetzt hier einmal um die Verpackung rum. Und hier oben, wo unsere Lasche ist, zum Öffnen, macht ihr eine Schleife. Macht das etwa gleich lang. Und macht einfach hier eine schöne Schleife drum. Dreht euch das Band so, dass dann die Schleife auch schön nach außen auch in diesem Rauchblau ist. Da muss man hier so ein bisschen friemeln und drehen. Ich habe es jetzt wieder nicht gleich lang gemacht, oder? Es war doch gerade gleich lang. Schleifenbinden ist ja so eine Sache, ne? So. Ich hoffe. So, dann kann man die sich hier noch ein bisschen kürzen, wenn man will. Und jetzt haben wir hier schon mal unsere Schleife. Und jetzt machen wir uns an das Etikett. Und zwar braucht ihr dazu ein Stückchen flüsterweißen Farbkarton. Und das bestempeln wir jetzt erstmal. Und zwar habe ich mir unsere Stanzformen Stickmuster zur Hand genommen und ich möchte gerne diesen zweitgrößten Kreis hier verwenden, weil der passt nämlich schön hier auf unserem Stern drauf. Den lege ich mir jetzt hier als Schablone auf mein Stückchen flüsterweißen Farbkarton und damit ich weiß, wo meine Motive reinkommen. Und ich möchte gerne aus dem Stempelset Sack voller Wünsche einmal diese Bäumchen aufstempeln. Das werde ich in Memento-Tinte machen, weil ich möchte nachher mit den Stampin' Blends in Waldmoos und in Apfelgrün die Bäume kolorieren. Und dann nehme ich mir den Spruch Gruß vom Nikolaus und den setze ich in Gold unten drunter. Wir haben ja diese schönen goldenen Stempelkissen und den setze ich mir drunter. Und damit ich das eben schön positioniere, lasse ich mir das jetzt hier einmal als Schablone daliegen. Nehme jetzt mein Memento-Stempelkissen und stempel mir jetzt einmal hier die Bäumchen in den oberen Bereich. Und ja, ich lasse es noch liegen. Mache jetzt mit dem goldenen Stempelkissen den Spruch unten drunter. Kontrolliert, dass der schön vernetzt ist mit Farbe. So sieht er dann aus. Gruß vom Nikolaus. Und
Beim Saubermachen fällt hier gleich der Stempel ab. Na gut. Und jetzt könnt ihr das erstmal kolorieren. Und dazu nehme ich mir jetzt einfach einen Stift, einen Stampin' Blend in Waldmoos. Und zwar in Dunkel. Und zeichne mir hier einfach diese Linien in Waldmoos nach. So. Und dann male ich das einfach noch mit dem hellen Apfelgrün. Ihr könnt da aber auch andere Grüntöne nehmen. Einfach noch mal auch komplett über das Waldmoos gehe ich mit drüber und koloriere mir das hier einfach ein bisschen aus. Das geht ganz einfach und sieht auch hinterher sehr schön aus. Ich wollte halt keine blauen Tannenbäume nehmen, weil eigentlich ist ja die ganze Box in Blau gehalten. Aber ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Drum habe ich mich trotzdem für Grün entschieden und ich finde, das passt auch schön zu dem Rauchblau. Ja, jetzt könnt ihr euch das auskurbeln mit der Big Shot und dann sieht es so aus. Wie gesagt, mit den Stanzformen Stickmuster. Wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr das hier auf die Box kleben. Und zwar machen wir das mit Dimensionals. Nehmt ihr euch jetzt hier ein paar große Dimensionals. Und zwar klebe ich mir die jetzt so da hinten drauf, dass ich hier quasi neben, das hat natürlich jetzt nicht so gut funktioniert, neben, also links und rechts hier von diesem Band, was ist denn heute wieder los, klebe ich mir jetzt hier vier Dimensionals auf, ziehe mir hier die Trägerfolie ab. Und dann setze ich mir das hier schön mittig auf meine Schachtel. Und jetzt kann man das Ganze noch schön verzieren. Und zwar haben wir, wenn ich sie gleich finde, wo sind sie denn? Wir haben so schöne Sterne. Wieso finde ich jetzt die Sterne nicht? Wir haben eigentlich so schöne Sterne. Neu im Katalog und ich weiß jetzt nicht, wo ich sie hingepackt habe. Das ist natürlich wieder toll vorbereitet, liebe. Ach, da sind sie doch. Wenn man die Augen aufmacht, ist man klar im Vorteil. Die sind jetzt in Kupfer und ich sehe gerade, dann hätte ich auch lieber in Kupfer stempeln sollen. Ja, vielleicht könnt ihr das noch ändern und in Kupfer stempeln. Das werde ich auch beim nächsten machen. Jetzt bin ich am Überlegen, nehme ich die überhaupt oder nehme ich sie nicht? Ich teste jetzt mal aus. Huch, da rutscht mir schon eins runter. Moment, ich wollte es eigentlich rausziehen. Klebt der jetzt schon? Ja, mal gucken, wie das aussieht. Aber es passt, glaube ich, auch gut dazu. Na, geh schon her. Ist der Vorführeffekt. Gold und Kupfer. Passt das? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, das passt, oder? Ich mache es jetzt hier drauf, weil die passen so schön. Also, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Wenn es euch nicht gefällt, dann stempelt in Kupfer. Ich mache mir jetzt da mal drei Stückchen hin. Ich finde es jetzt eigentlich ganz süß. Es ist okay. Es ist okay. Ja, aber Kupfer, die Schrift in Kupfer wäre besser gewesen. Weiß nicht, wie ich jetzt auf Gold gekommen bin. Na gut, vielleicht ist es mein angehender Fieberwahn, der da jetzt gerade kommt. Ja, ihr Lieben, das ist meine Idee zu einer Sternenbox, ja, die man nicht mit dem Kreisschneider ausschneiden muss und die nicht diesen schmalen, filigranen Rand an der Seite hat. Ihr kennt sie bestimmt alle, diese Anleitungen, die man aus einem Kreis macht, wo dann am Ende so eine ganz schmale Kante ist, die man übereinander klebt. Und dann sieht man an der Seite
nämlich hier dann diese zusammengeklebte Kante. Und ich habe es mehrfach probiert mit Designpapier und auch mit Farbkarton. Ich weiß nicht, es hat mir nicht gefallen. Drum habe ich gedacht, es muss eine andere Möglichkeit geben. Und wie gesagt, ich habe bei der Mona auf dem Bastelworkshop eben diese kleine Box gesehen und habe gedacht, das ist bestimmt anders gemacht und habe mir das mal genauer angeguckt und habe dann gedacht, irgendwie muss das doch nachzubasteln sein, ja. Und ich habe es hinbekommen und ich bin sehr glücklich, weil mir persönlich liegt diese Verpackung jetzt eher. Ihr müsst mal gucken, was euch besser gefällt, wo ihr besser zurechtkommt. Das ist ja immer so eine Geschmackssache. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit wieder eine kleine Idee weitergeben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eure Birgit. Tschüss.